Zurück in die Rüstung und rüber. Rüber in the pit. Oh, es sind doch die Gewerkschaftsbeiträge. Naja, naja. Na, wo sind wir? Eliminiere den zweiten Fanatiker. Wir sind da. Hallo. Er ist irgendwo da hinten. Yeah. Gute Entscheidung. Lasst uns reingehen. Drinnen finden wir auf jeden Fall noch zwei. Zweimal Stahlbarren. Na, gibt es hier Begrüßungsstahl? Gleich auf dem Förderband. Ist ja wahrscheinlich schon abgelaufen, ne? Den Begrüßungsstahl, den kennt jeder, oder? Hier ist keiner mehr, aber wir sind noch bei 3 von 5. Also gab es hier keinen Begrüßungsstahl. Aber vielleicht den anderen, etwas versteckteren Begrüßungsstahl hier drüben? Nein, offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Muni nicht vergessen. Immer schön die Muni mitnehmen. Ansonsten stehen wir irgendwann doof da. Hallo. Zack. Niedergemäht. Da. Ist das Stahl? Ist das Stahl? Ja, ich glaube schon. Schön. Einfach nur schön. Und eine Kettensäge könnten wir auch noch mitnehmen. Aber wollen wir gar nicht. Für die haben wir gerade überhaupt keine Gebrauchsmöglichkeiten. Da, zweimal runter. Kampfsperre. Wieder umgucken. Ist hier noch wer? Wollen wir Kram zerlegen? Haben wir Kram eingesammelt, zufällig? Ja, oh Gott, wo kommt denn das alles bitte her? Nicht hängen bleiben, bitte. Ich kann hier nichts auswählen gerade. Warum tut es das? Jetzt, okay. Klopf, 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 klopf. Solange alles leichter wird, ist es gut. Und zurück. Auf Kurs. Weg mit deinem Gesicht. Aber wir sind noch gut gebufft, ne? Ja, das ist das Tolle. An der großen Convenience-Tour. Die meisten Buffs, die wir jetzt aktuell benutzen, halten sehr, sehr lange. Kann man das nicht vielleicht noch irgendwie verlängern mit Perks oder so? Nein, du bist die Kakerlake. So, Vorräte sind da. Und Stahlbarren sind da. Jetzt sind die Wächter dran, ne? Ich sollte mal dem Team folgen. Ich komme, ich komme. Bin ich hier noch richtig? Ja, ich glaube schon. Mhm, jetzt hier rum. Hoch bitte. Zweimal runter. Zweimal runter. Plack, Muni nicht vergessen. Und wieder auf Köpfe schießen. Sauber. Okay. Ich lasse die Leute frei. Gratis Fusionskern. Auch nicht verkehrt. Die Strahlung ist übel, wa? Ich habe dich vor ihr bewahrt. Zweimal runter, nach vorne. Obwohl wir den Besucher-Tee haben, flutscht uns hier unsere AP-Energie zu schnell durch die Lappen. Wir müssen trotzdem noch den ein oder anderen Kaffee dazu trinken, um mir wirklich maximal Volldampf zu geben. Da drüben. Wie komme ich da hin? Naja, zumindest erledige ich eine ganze Menge Gegner. Das ist auch viel wert. Ich habe mich dem Rausch des Kampfes hingegeben und mich nicht der Mission gewidmet. Aber ich habe zumindest den Weg freigemacht für andere Teammitglieder. Wie kommt man jetzt darüber? Aber er ist schon unterwegs, ne? Ja, gut. Chemielabor. Müssen wir wieder Chemiker suchen? Höchstwahrscheinlich, ne? Aber jetzt bin ich wieder an Bord. Mhm. Ja. Schöne Sachen sammeln und Chemiker killen. Hallo. Die Muni nicht vergessen. Bei ihm hier. Alles cool. Alles cool. Da unten noch. Ein Chemiker. Erst den Chemiker looten. Sonst vergesse ich das. Noch ein Chemiker. Sag mal, haben sie die Zahl der Chemiker erhöht? Ist das möglich? Ich glaube schon. Irgendwie fühlt sich das alles sehr danach an. Oh, hier! Mikrofon! Glasfaseroptiken. Okay, die orangen Kanister können wir uns sparen. Jetzt nur noch gelbe Kisten und Chemiker killen. Ja, sehr gut erkannt. Ist leer. Ich kann ja schon mal eine Sache hier abgeben. Block! Sie haben wie eine Feuerfloater-Granate immer noch. Muni. Und gelbe Kisten, ne? Ja. Gelbe Kisten sind Trumpf. Bin ich noch im Bereich? Ja, aber hier scheint es keine gelben Kisten zu geben. Aber gleich ist sowieso fertig. Und dann müssen wir Trox killen. Vielleicht noch irgendwo ein anderes Mikroskop. Das wäre ganz toll. Da, warte mal. Ist durch, ne? Ich gebe ab.
Fanatiker legen sich so schnell nicht mehr mit uns an. Das war heldenhaft. Ach so. Ich weiß, warum ich die ganzen Waffen aufgesammelt hatte. Ich habe einfach beim Munitionsammeln einfach immer alles mitgenommen. Selber schuld. Aber wir haben es jetzt rausgefunden. Das ist auch viel wert. Und nun, Operation Trox, es geht los mit einem Server-Hixi. Aber das kann ja mal passieren. Kaffee, links von mir. Hier war irgendwas. Nicht sofort nach vorne rennen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hier die Hälfte an der wöchentlichen Anzahl der zu tötbaren Trox zusammenbekomme. Es wäre super. Aber das sollte möglich sein. Zack. Noch einer. Moni, mitnehmen. Weiter. Ist das hier ein Phantomgeräusch oder lungert hier noch einer rum? Da ist noch einer, tatsächlich. Ja, alle müssten hier eigentlich... Die sind schon vorgerannt. Alle müssten hier eigentlich mit Blitz hier arbeiten. Aber das ist immer schwierig, das nonverbal zu kommunizieren. Hier noch einer. Komme, ich komme, ich komme. Kaffee. Alle so ein bisschen anschießen erstmal. Kaffee. Der Dicke, der Dicke. Okay, alle sind angeschossen. So, damit hätten wir auch die Hälfte jetzt der wöchentlichen Anzahl Spritze. Oh mein Gott. Mein schöner EP-Buff. Ich habe mich zu sehr dem Flow hingegeben. Wir müssen zurück ins Camp. Nickerchen machen und intelligentes Glücksspiel. Moni einsammeln. Ja, nimm mit. Ist gut. Trotzdem waren wir ein tolles Team. Gleich hier mal zerschroten, was wir unnötigerweise mitgenommen haben. Block, block, block. Danke sehr. Das war wirklich alles. Großartige Arbeit. Oh oh. Warte mal, hier hat einer gerotzt. Sind hier noch Trox? Irgendwo? Cool wäre es ja. Was? Wo? Von wo kam das? Ich kann nichts anvisieren. Doch, da hinten, Trox, schnell! Block! Noch einer? Da hinten! Nee, das war eine Red-Kakerlake. Noch ein Trox, komm schon! Ja, aber wir werden nicht drumherum kommen. Diese Woche auf jeden Fall noch eine eigene Expedition zu starten. Und zwar die richtige. Die mit der Kirsche. Absolut. Nachtaktiv. Okay. Und als nächstes bitte die Snelligäste hier drüben beim überschwemmten Betriebshof. 3 Stück, das muss doch hinzukriegen sein. Ja, aber unser EP-Buff ist nicht da. Aber den Level von heute haben wir ja geschafft. Oh, wen haben wir denn da? Trotzdem, ich möchte ideal blutig sein. Möchte richtig schön reinhauen können. 62 verdorbenes Gemüse. Da müssen wir auf jeden Fall auch dran arbeiten. Das ist zu viel. Man kann es auch übertreiben mit den vergammelten Speisen. Zack. Block. 2 von 3. Und last but not least, Ka-Ching. Danke sehr. Danke, danke, danke. Glasfaseroptiken. Im Bunker. In irgendeinem Bunker gibt es immer Mikroskope, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welcher es war. War es Abbys Bunker? Ich glaube auch im Keller der Schwarzbrennersause. Da findet man auch Mikroskope. Neben dem Kaffee. Einmal runter, genau. Man könnte natürlich immer direkt nachgucken, aber... Ich versuche das ganz gerne hin und wieder mal so ein bisschen im Flow zu erledigen. So, was liegt denn sonst noch so alles rum? Was könnte man denn sonst noch so gebrauchen? Zack. Zumindest nicht diese Kakerlaken. Schrauben brauchen wir nicht. Aber hätten wir schon 2 auf jeden Fall am Start. Irgendwo hier war doch noch so ein gesonderter Bereich, so ein wissenschaftlicher Bereich. Mit Mikroskopen. Sieht aber trotzdem irgendwie sehr gemütlich aus hier. Nein, nein, nein. Fusionskern auch keiner. War das hier drinne? Ich glaube ja, aber wir haben einfach nur Pech. Und jetzt haben wir sowieso alles zusammengewürfelt. Die Ecken abchecken. Schon mal alles zerlegen. Ja, einmal
Aber das reicht nicht. Wir brauchen noch mehr. Ich guck gleich mal im Keller. Der Gebrüder Tralala. Nach da, wo die Schwarzbrennersause ist. Und wenn ich das jetzt noch finden würde, das wäre total super. Ach hier, guck mal. Auf Anhieb gefunden und dann vielleicht noch die anderen Bunker checken. Im Keller. Wir brauchen nur noch 2 Mikroskope. Aber Kaffee nehmen wir halt, wie gesagt, auch mit. Na, sind Leutchens hier. Üble Konsorten, wie immer. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Nee, wir müssen nur in den Keller. Die fallen uns sonst in den Rücken. Wie er hier. Gott sei Dank stecken wir in unserer Powerrüstung. Und haben wir Glück? Sahne. Naja, zumindest Sahne. Honigglas. Nein. Nicht verrostete Blechdose. Wow, dass es sowas überhaupt gibt. Und warum ist die so komisch angemalt? Wegen, naja, des Lichtanstrahleffekt. Oh mein Gott, ja, Lichtstrahleffekt. Das war die legendär oder war das ein Krankheitssymbol? Nein, die war einfach nur krank. Weiter, wir brauchen nach wie vor Mikroskope. Mikroskope, ich check mal einen anderen Bunker. Ich checke den Ella Ames Bunker, genau. Wow. Was für eine schöne Stimmung hier. Nice, nice, nice. Na, hallo, guten Abend. Mikroskope, Fragezeichen. Ich nehme auch Mikrofone. Neues Events-Team erstellt. Nein, 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 nein. Es ist das hier. Irgendwo in irgendeinem Regal standen dann 2 oder 3 hintereinander. Aber wir haben hier nur Pech. Ich gehe gleich mal in die Forschungsabteilung rüber. Von Robco. Da könnten auch welche sein. War es das Einzige, wo man Schrottgegenstände bekommen kann? Also sind Mikroskope die einzigsten Schrottgegenstände, die man in Glasfaseroptiken umwandeln kann? Ich glaube ja. Das ist schon... Nee, es gibt vielleicht noch was anderes. Naja, wie dem auch sei. Hier sind wir jedenfalls nicht fündig geworden. Letzter Bunker und dann gucke ich dann doch mal nach. Welchen nehmen wir? Rayleigh Clays Bunker? Na, sicher doch. Ding dong. Jetzt aber, come on. Irgendwo hier, mach mal Lampe. Mikrofon, Mikroskop, whatever. Hauptsache Glasfaseroptik. Darum geht es doch. Nein. Nein, sieht nicht gut aus. Wir hatten einfach nur Pech. Nochmal Daily-Ops. Brauchen wir auch nicht. Ist nicht gezwungenermaßen notwendig. Fusionskern, zumindest etwas. Westec, natürlich. Ja, im Labor. Westec, das ist instanziert. Instanziert, hört ihr das? Ihr miesen Kakerlaken, ihr. Na, sichi doch, natürlich. Ja, da habe ich auch schon mal. Ja, auf jeden Fall. Westec, come on. Rein und wieder raus. Ballistik Bock. Oh, wen haben wir denn da noch? Einen Schatzsucher, wie schön. Wo ist dein Kübel? Gib ihn mir. Hallo. Hier war gerade einer. Kann das sein? Ich glaube schon. So ein bisschen. Ja. Ist ziemlich ruhig hier. Verdächtig ruhig. Munition ist immer noch auf einem 500er Niveau. Der Geschützturm wurde deaktiviert. Wahrscheinlich war jemand hier und hat ebenfalls Glasfaseroptiken gesucht. Oder er wollte leveln. Wir wollen direkt ins Labor. Wir sind zumindest nicht zum Leveln hier. Oh mein Gott, ja! Nummer 2. Noch ein Mikrofon. Und das auf Tutti. Hier zum Main Theme von Fallout 76. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zur großen Mikrofonsuche. Oh, der war legendary. Come on. Hintereinander wegzischen. Gib mir deinen Kram. Und deine Munition. Problem ist jetzt natürlich so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen, dass der legendäre Perk Distanzfeuerwehr, der mischt die Schrottgegenstände ganz gerne mal so ein bisschen durch. Aber ich glaube, ich weiß ganz genau, wo ich hin möchte. Es ist ein sehr grüner Raum. Aber ich nehme jegliches Mikroskop, was ich hier finde. Es muss nicht in einem grünen Raum sein.
gucken. Hallo. Nein, da waren wir gerade. Das war nur ein anderer Zugang. Hier, da ist es. Genau das hier habe ich gemeint. Wir haben es geschafft, endlich. Aber euch nehmen wir alle noch mit. Damit bereiten wir den Level von nach 18 Uhr vor. Block, block. Die Rübe weg. Zack. Der Hund hatte nur Level 75. Das lohnt sich ja fast nicht gegen die Hunde. Ihr. Hi. Klasse. Aua. Mein Kopf. Cool. Haben wir es? Ich höre noch ein Rumstapfen. Der ist wahrscheinlich über uns. Wo ist der nackt hier? Ja, tatsächlich. Der ist total nackt. Der Supermutant. Ist gut, es reicht. Es reicht. Wir wollen zurück ins Camp. Ich finde ihn jetzt sowieso nicht. Die absolute Zerlege-Action. Sogar die Vorhänge waren zu. Wie schön. Aber erstmal ihr legendären Kram verticken. Brauche ich nicht. Vielfraß würde ich nehmen. Ist das 2 Sterne? Nein, 2 Sterne verkaufe ich nicht. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht machen. Ist alles weg. Zerlege Lotarmut. Glücksspiel. Glück abholen. Oh, hier ist jemand gewesen gerade eben, oder? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Da! Sag ich doch. Come on! Boom, Schakalaka! Merken wir uns, ne? Westek hat auf jeden Fall 2 Mikroskope gehabt. Muni einsammeln, die Colas. Ja, aber es kommen keine Nuka-Cola-Twists zusammen. Wir können wieder Zuckerbomben sammeln, wenn wir möchten. Via Weihnachtsgeschenke. Ist okay. Die restlichen Colas, naja, ein paar müssen wir in den Stash legen für die nächste große Convenience-Tour. Baue im freien Kameramodus einen Boden- oder Wandschmuck in einer Werkstatt oder einem Camp. Wie oft? 5-mal. Das kriegen wir sogar hier noch hin. Wie schön. In den Baubereich bitte. Am besten auf der anderen Seite, ne? Ja, ja. Ja. Alles klar. Flop. Oh, was ist das denn bitte? Neonschild, Würfel. Ach ja, stimmt. Das habe ich ja bekommen. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, woher das jetzt kam, ob das einfach eine Gratis-Dreingabe war vom Spiel an sich. Aber ich habe auch noch irgendwas eingelöst bei Prime Gaming. Und eins von den Dingern ist das dann gewesen. Aber ich glaube, das war der trendige Heimteppich. Der ist von Prime gewesen. Den musste ich nicht im Atomshop nochmal aktivieren. Das hier habe ich wiederum aber im Atomshop freigeschaltet. Neonschild, Mensch, das sieht schon sehr cool aus. Ist ja fast wie so eine Leuchtreklame und ich mag ja Dinge, die leuchten. Und wenn man so möchte, ist er quasi auch links. Oh, wie groß das ist. Ja, wenn man so möchte, wäre hier ja auch Glücksspiel. Das intelligente Glücksspiel. Es wäre also kein Betrug, wenn wir das jetzt irgendwie hier vorne noch angebracht bekommen. Aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir erstmal Bodenschmuck bauen. Bodenschmuck. Bodendekor im freien Kameramodus. Und zwar unsere Lieblingsflaggen. Oh, warte mal, den Bogen gibt es hier auch. Tunnel der Liebe Bogen. Wegweisende Corki-Statue links. Das muss man sich bestimmt alles kaufen, aber... Naja, wenn wir wieder die Season geschafft haben, können wir ja einkaufen gehen. Eins nach dem anderen. Aber nun erstmal unsere Lieblingsflagge, unser Lieblingsbanner. Block, block. 2-mal. Naja, ist doch ein Anfang, ne? Gleich den Schrott bitte wieder herstellen. Jawohl, ja. Zerlegen. Und noch 1-mal. Boom, Schakalaka. Dafür gibt es Karten? Ich dachte, dafür gibt es Score-Punkte. Echt jetzt? Na gut, wunderbar. Aber was? Was machen wir als nächstes?